Ja, hier vorne habe ich so meine. Hallo Mäuschen. Hier vorne habe ich so meine ganzen Ketten und alles sowas hängen. Den Schrank, den habe ich ja schon eine ganze Weile. Den habe ich mal von meinem Freund zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Da ist auch ja noch alles voller Schmuck. Armreifen, Ketten, Ohrringe ohne Ende sind da noch mit dabei. Ja. Also eigentlich ist es ja so ein Spiegelschrank. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch davor auch Zeug hängen. Dann ist ja hier mein Kallax-Regal. Ich zeig das mal so ein bisschen von Weitem. Da habe ich zum einen, also unten habe ich auch diverse Taschen. Hier oben habe ich meine Mike-Kors-Tasche und halt noch so ein paar von meinen Lieblingsschuhen. Da sind alle Katzenberger-Schuhe jetzt auch mit dabei. Das waren meine ersten, die ich mir gekauft habe. Ja. Dann meine Lieblingsschuhe, meine goldenen. Die habe ich ja auch zur Hochzeit von meiner Schwester getragen. Dann habe ich hier in der Kiste habe ich so diverse Taschen, kleinere Taschen, also Clutches und so Shopping Bags. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Hier unten in der Schublade habe ich nur so ein bisschen Krimskrams. Und in der untersten habe ich meine ganzen, na, wie heißt es denn gleich? Ah, meine ganzen Sommersandalen halt. Die sind alle hier so verstreut drin. Dann habe ich hier auch meine Hello Kitty Sammlung. Die ist ja oben auf dem Kallax. Also die ist schon sehr, sehr, ja, ich nenne es mal minimal geworden. Also es sind wirklich hauptsächlich nur noch diese ganzen Plüschfiguren, die ich habe und so ein paar Kleinteile. Hier unter anderem meine selbstgemachte Handyschale. Und von meinem alten Handy noch die Hello Kitty Schale. Drüben dann auch noch ein paar Kleinteile. Auch noch eine Hello Kitty Handyschale. Dann ist hier drüben schon mein Schuhregal. Also das ist bei mir definitiv ein Statement. Ja, ist ein bisschen wild durcheinander gewürfelt. Also da unten sind hauptsächlich so Freizeitschuhe, Sportschuhe. Und dann geht es halt schon weiter mit diversen Sandalen, Stiletto, Pumps, High Heels, oben dann noch weiter so Stiefletten, Stiefel, Enkelbooties und meine ganzen Winterstiefel. Ja. Besondere Schuhe habe ich auch, also die liegen mir echt am Herzen. Das sind jetzt zum Beispiel die hier. Die habe ich mir damals in New York gekauft. Die sind von dem Label Pink Dice. Und das haben die Töchter von dem einen Run DMC-Typen hier gemacht, der auch Pfarrer ist und der auch seine eigene Soap schon mal auf MTV hatte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Ja, die habe ich mir halt in New York gekauft. Die werde ich auch niemals wegmachen. Und genauso wie diese Schätzchen. Die habe ich mir auch in New York gekauft und trage ich sehr, sehr selten, auch wenn sie nicht danach aussehen. Ja. Hier drüben habe ich eine Malmkommode. Obendrauf stehen jetzt ein paar Nagellacke, die ich mir gerade von DM mitgenommen habe. Können wir mal runter machen. Dann halt hier oben drin sind halt meine ganzen Sonnenbrillen und ja, Nerdbrillen. Im obersten Schubfach Nagellack. Im zweiten Schubfach Nagellack. Und so die restlichen Schubladen sind eher so Krimskrams. Dann kommt ja auch schon so mein Lieblingsplatz, mein kompletter Schminktisch. Oben habe ich drei von diesen Regalen, die habe ich mir im dänischen Bettenlager gekauft. Sind so Bilderrahmen mäßig. Habe ich jetzt mittlerweile drei Stück, also es könnten definitiv viel, viel mehr sein.
Und meine rosa Wand zückt halt noch eine kleine Bildergalerie. Da sind halt zum einen halt ja auch Bilder von mir teilweise und halt dann einfach nur so Bilder, die ich halt schön finde. Hello Kitty und Bling Bling Make-up. Hier habe ich dann so meine diversen Parfums, mein Sparschwein ist ein rosa Prinzessinnen-Sparschwein. Wie gesagt, meine diversen Parfums. Hier oben sind so meine Lieblingsparfums. Da ist unter anderem halt mein allerliebstes Lieblingsparfum, Armani Code. Aber auch das von Victor und Rolf finde ich total toll. Genauso wie Lady Million. Dann habe ich mittlerweile schon zwei Victoria's Secret Body Scrubs oder wie man das auch immer nennt. Nee, Body Sprays. Ja. Sowas halt. Hier habe ich noch so eine Laterne, die wollte ich mir eigentlich mal anhängen, aber das wird dann irgendwie wird da draus nichts. Ja, hier vorne habe ich so Parfümproben, die man halt immer mal so bei Douglas bekommt, in meiner Krimskramskiste. Ja, also mein Schminktisch, den werde ich heute nicht so ausführlich wie sonst zeigen. Ich glaube, das sprengt auch einfach den Rahmen des Videos. Ich habe ihn ja schon jetzt mittlerweile zweimal komplett abgedreht. Ich werde euch einfach nur so ein paar Highlights zeigen. Also wie immer schon habe ich hier oben halt meine ganzen Pinsel. Da sind ja nun mittlerweile etliche dazugekommen. Meine Lieblingspinsel sind definitiv von Zoeva. Habe ich mir ja erst dieses Set gekauft mit den Augenpinseln. Ich möchte mir gerne noch weitere Sets kaufen. Mal sehen. Hier hinten habe ich immer noch die Box, die mir Oya mal geschenkt hat von Hello Kitty. Dann haben wir hier meine ganzen Lippenprodukte mit auch dem neuen Lippenrondell, was schon prall gefüllt ist, wie man sieht. Aber ja, ich habe definitiv trotzdem mehr. Diese vier Lippenstifte habe ich mir jetzt erst bei Rossmann gekauft, wo jetzt 30% gab. Alle vier sind von Astor, also super tolle Farben. Gerade so diese aus dieser weißen Serie gefallen mir richtig gut. Habe ich ja auch schon welche. Und dann jetzt ganz neu habe ich mir auch gekauft im DM die matten Astor. Sind das trotzdem Lip Butters? Ja, Lip Color Butter. Gab es ja drei zum Preis von zwei und die drei waren definitiv meine Lieblingsfarben und habe ich sie mir natürlich gekauft. Ich habe mal überlegt, ein Flop-Video zu machen von diversen Bereichen, also ob Beauty oder dekorative Kosmetik. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mir das gerne mal schreiben, weil da habe ich auch so einige Lippenprodukte mit dabei, unter anderem. Weiter geht's dann hier, habe ich so meine kleinen Ohrringe und halt Haargummis und sowas alles. Hier drin ist halt meine Nerdbrille, die ich sehr oft trage. Noch ein Douglas-Gutschein, damit ich den nicht vergesse und so größere Kreolen. Hier ist auch so eine kleine Dies- und Das-Kiste. Da habe ich halt diverse Zettel und Notizzettel und Stifte etc. also drin. Dann, wie auch schon eigentlich so immer gewesen ist, hier meine ganze Schublade mit Bronzern, Foundation, Puder. Hier sind so diverse Abdeckprodukte, Concealer, Primer, Beauty Blender. Ist das hier alles drin? Hier sind meine ganzen Eyeliner drin, Gel-Eyeliner und Liquid-Eyeliner. Dann habe ich hier oben noch meine Highlighter. Hier ist noch Fixing Spray von NYX. Und hier unten habe ich auch noch von Urban Decay. Die beiden sind aber schon fast leer. In der anderen Schublade, also den Tisch habe ich halt auch von Ikea. Ist eigentlich ein ganz normaler Schreibtisch, kostet auch nur 70 Euro. Ich fand diese ganzen, ich finde halt diese ganzen richtigen Kosmetik Tische bei Ikea einfach viel zu teuer. Die sind zwar sehr, sehr schön, gerade aus der Hemmnisserie, aber 250 Euro für einen Tisch war mir dann doch zu viel.
Jedenfalls in der zweiten Schublade von dem Tisch habe ich halt meine ganzen Blushes drin. Hier vorne angefangen habe ich zwei Paletten von Make-up Revolution. Das sind zwei verschiedene. Dann habe ich hier vorne halt größtenteils, also ich habe das versucht, ein bisschen nach Farben zu sortieren. Da habe ich einmal hier vorne so ein bisschen so alles, was so Aprikot ist. Hier hinten sind so dunklere Pink-Rosa-Töne, ein bisschen was ins Lilane. Da hinten sind so mehr so Erdtöne, also so bräunlich-rötliche Töne. Und hier habe ich alles so in die Pink-Rosa-Richtung. Meine zwei neuen Errungenschaften sind die zwei P2-Blushe im Herzdesign aus der Just Dream Like LE. Diese beiden sind echt super pigmentiert und da ich ja bei DM arbeite, ja, war es jetzt nicht ganz so schwer, an die beiden auch noch ranzukommen. Dann habe ich hier vorne noch unter anderem mein so Haufen Lippenprodukte. Ich habe zwar Haufen davon, aber benutze sie eher selten. Und dann habe ich halt hier noch so, das habe ich mir mal doppelt gekauft aus Versehen. Also ist der gleiche Blush nochmal. Das ist dieser aus, dieser richtig schöne Rosaton. Keine Ahnung, warum ich mir den doppelt gekauft habe. Ich habe wahrscheinlich gedacht, ich habe eine andere Farbe. Und hier oben habe ich so Blushes, die ich zwar gekauft, aber noch nie benutzt habe, weil sie einfach echt zu schön aussehen. Aber ich denke mal, das wird sich demnächst jetzt auch ändern, dass ich sie halt einfach benutze, weil warum habe ich sie sonst? Also generell werde ich mal demnächst ordentlich meine Kosmetik aussortieren, damit es einfach mal wieder ein bisschen Platz wird. Hier unten drunter habe ich noch eine Alex-Kommode stehen, auch schon in den anderen Videos erwähnt. Und da haben wir in der ersten Schublade diverse Paletten, unter anderem meine Lieblingspalette, die Naked 3. Auch eine meiner Lieblingspaletten, diese Palette mit den ganzen matten Tönen, ist glaube ich die Flawless Matt Palette. Dann habe ich noch die Mermaid vs. Unicorn Palette. Dann habe ich da hinten noch eine ganz große Make-up Revolution Palette. Ich glaube, das ist die 144er Palette. Ja, so eine riesengroße halt. Dann habe ich noch von BH Cosmetics, die finde ich aber sehr, sehr schlecht. Und dort hinten ist eine von H&M, die ist richtig gut. Damit habe ich jetzt auch, ach, schon vor Ewigkeiten mal einen Spring Look abgedreht. Den werde ich jetzt auch hoffentlich endlich mal online stellen. Den habe ich mit der Palette geschminkt. In der nächsten Schublade noch weitere Paletten. Hier habe ich alles Sleek-Paletten. Und hier drüben so diverse Wet n Wild, Moore-Paletten, NYX, Decay. Ja. Dritte Schublade sind so ganze Monolidschatten. Da habe ich dort alles mit Make-up Revolution. Hier habe ich alles mit Kiko. Hier unten sind so diverse, so P2. Hier habe ich so diese ganzen Color-Tattoos. Hier hinten noch so Essence und P2. NYX hier hinten. Alles Pigmente, aber wie gesagt, das muss ich alles mal aussortieren. Ja, in der vierten Schublade habe ich halt so diverse Wimpern von mir. Und halt meine ganzen Abschminkprodukte, meine Abschminktücher, Kaufmanns Kindercreme, meine Bioderma-Reinigungslotion oder Reinigungswasser. Ja. Und in der fünften Schublade habe ich halt so mein ganzes Nagelzeug, also mein Nagelgel, meine Tipps, Feilen, die UV-Lampe etc. etc. Ja. Also hier nochmal so ein kurzer Blick auf den gesamten Bereich. Sagt mein Schminktisch, meine rosa Malmkommode, da habe ich hauptsächlich meine ganzen Tücher und Mützen, Handschuhe, sowas drin und Krimskrams. Und das ist halt
ist halt mein Raum. Ich hoffe, euch hat diese kleine Roomtour gefallen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao, eure Puppi.